Und jetzt sind wir fast alle gebordet. Es geht gleich los. So, jetzt drehen wir ab. Auf direktem Wege nach Rom. Hallo Freunde, wir sind in Rom! Anja muss aufs Klo. Wir müssen schon unter so einem blauen Dach, deshalb werden wir ein bisschen anders. Ja? Das wird rausgeschnitten. Ja, Anja, hier ist noch wie ein kleines Kind unterwegs. Ja, so Hummeln im Hintern, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Piazza Santa Maria Maggiore. Hier, Isa. Freunde, da kommt gerade eine ganz schwarze Wolke an. Ja, guck mal direkt wieder uns gefallen und ist schon da. Da ist auch die Anja. Hallo. Wir laufen jetzt zum Hotel, wir haben noch ein ganzes Stück. Aber irgendwie, seht ihr das, wie es gerade hier windet im Hintergrund? Wir hatten bis jetzt super cooles Wetter, Sonnenschein. Wir haben unsere Blusen ausgezogen und jetzt binnen 5 Minuten ist der Himmel schwarz und es stürmt und wir haben uns jetzt, glaube ich, dazu entschieden, uns das Zimmer aufzusuchen. Genau, und eine Metro zu suchen und nicht das ganze Stück noch zu laufen, weil das wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Es regnet so sehr und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es eben richtig geschüttet hat. Oh, und eben hat es geblitzt. Oh. Ja, und die Anja ist jetzt gerade in so einem Schuhgeschäft und fragt nach dem Weg, aber nicht genau wissen, wohin. Ja, also wir haben jetzt noch ein richtiges Gewitter. Und wir sind auch ziemlich nass geworden, auch wenn man es jetzt nicht so sieht. Die Anja ist auch noch viel nasser. Und sie hat leider eine nicht so wasserdichte Tasche dabei. Und ich hoffe, wir finden jetzt gleich den Weg. Wir trinken einen Kaffee und einen Cappuccino. Wir sind total nass geregnet. Man sieht im Hintergrund. Nicht mehr weit zum Hotel. Wir sind jetzt hier beim Kolosseum, wie ihr sehen könnt. Und wir schauen uns das jetzt gleich mal von drin an und nehmen euch ein bisschen mit. Okay, kommt. Ja, ich habe jetzt hier Lilly bei mir. Das ist total witzig, wie wir uns getroffen haben. Das kann ich euch ja mal ganz kurz erzählen. Also, Lilly hat mir vorhin eine Nachricht bei Instagram geschrieben, dass sie gesehen hat, dass wir nach Rom fahren oder dass wir in Rom sind. Ja, irgendwie sowas, weil ich das bei Snapchat gepostet hatte. Und dann habe ich ihr noch zurückgeschrieben, eben als wir Internet hatten im Hotel. Und jetzt stehen wir hier im Kolosseum an und Lilly steht vor uns in der, wie heißt es? Warteschlange, genau, beim Anstehen. Also so ein Zufall gibt es ja eigentlich nicht nochmal. Ja, jetzt laufen wir hier ein bisschen rum. Möchtest du auch was sagen? Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich sie jetzt getroffen habe. Ja. Das ist ja auch ein Teil von der Geschichte. Genau. Finde ich toll. Findest du toll? Glaube ich, genau. Cool. Ich glaube, man konnte es verstehen. Ja. Findest du es ein Riesenzufall? Also so ein Zufall gibt es ja eigentlich nicht nochmal, oder? Gibt es nicht nochmal. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall sehr schön. Vorstellen, dass wir das nicht immer geflutet haben und Kämpfe mit Schiffen stattgefunden haben? Unglaublich. Unglaublich. Ich finde es einfach immer noch so krass, dass Lilly uns jetzt hier gefunden hat, oder dass wir uns hier durch Zufall getroffen haben. Ich kann es einfach nicht glauben, das ist so krass. Das gibt's normal. Das ist so krass, das ist einfach so krass. Vorher haben wir gar nicht gewusst, dass wir hierher gehen. Das war spontan. Ja. Unglaublich. Und dann stehen wir in derselben Warteschlange. Ja. Das war echt einfach unglaublich, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Moment war. Wir können es jetzt noch nicht glauben. Die Planung geht weiter. Also ich sag dir eins. Wir sind hier, gell?
Piazza Venezia. Venezia. Das heißt, es ist nicht weit. Das Stück können wir laufen. Das ist das Pferd da oben. Der Mann da oben auf dem Pferd, der heißt Victor. Victor heißt er. Der Victor, wahrscheinlich der Victor hier neben uns, oder? Nein, nein, da oben auf dem Pferd. Okay, auf jeden Fall sieht das Gebäude richtig krass aus. Wie heißt es nochmal, Anja? Wie heißt es? Piazza de... Keine Ahnung. Victor. Das ist auf jeden Fall richtig krass, das Gebäude. Schaut euch das an. Sehr sehenswert. Sehr schön rum. Und jetzt? Genau zu sehen an der Piazza Venezia. Richtig, richtig hübsch. Richtig toll. Hübsch. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir haben Hunger. Ja. Hast du was gesagt? Ich sagte, der Tremibrunnen ist leer. Willst du es nochmal sagen? Der Trevi-Brunnen ist leer, unfassbar. Und deshalb, ich wollte Geld reinwerfen. Deshalb haben wir ihn jetzt auch nicht gefilmt. Erste Pizza. Erste Pizza in Italien, filme ich gerade. Mhm, sehr lecker. Ja.